Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen Elex und heute steht Tavar auf dem Programm. Wir müssen da auch noch so ein paar Sachen machen. Ich möchte vorher aber Munition holen. Falls es mich rappelt und ich mich heute nochmal daran probiere, Nestis Mission zu machen. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich das tue. Eigentlich grundsätzlich wäre es dran. So, wir haben was zum Verkaufen, hoffe ich. Oder eben auch nicht. Aber wir haben ja eigentlich jetzt gerade das letzte Mal so ein paar Viecher umgehauen. Ja, Lederfelle, Hörner, jawohl, Drüsen und Hornplatten, Federn, ja, Krallen und Zähne, davon gibt es jede Menge. So, das läuft. So, dann können wir nämlich jetzt nochmal Munition kaufen. Achso, jetzt verkaufe ich auch den Blutreaper. Weil wir haben ein Giftschwert gefunden. Das finde ich tatsächlich noch besser. Das müssen wir uns dann mal anschauen. ob wir damit dann auch was anstellen können. Dafür brauchen wir noch ein wenig Stärke. Aber ansonsten ist das alles... So, gucken wir, Elixit, wir haben Elixit. So. Okay, ne, wir haben ja das letzte Mal hier dieses Giftkriegerschwert 2 gefunden. Aber dafür brauchen wir noch jede Menge Stärke, also das wird auch noch eine ganze Weile brauchen. Aber das möchte ich bitte aufheben, perspektivisch. Macht das schon in schmalen Fuß. So, Ignadon, Finger weg, ist das Einzige, was noch da ist. In Tavar haben wir noch das hier. Brüchig gemacht. In Abessa nur noch die Berufsschläger, Gesetz der Berserker. Wobei, Brabak möchte die Outlaws demütigen. Das würde perfekt gelingen, wenn sogar ein Neutling den Outlaws... Aber Riley, weißt du was? Ich möchte mal gucken, wie das jetzt in Goliath so aussieht, wie das unser Status ist. Na komm, wir können ja mal mit Ragnar reden. Nur mal schauen, was da so los ist. Und dann habe ich ja die Idee, ich möchte dann nach Tambar. Muss aber in Tambar möchte ich auch noch die Alps auslöschen. Da ist ja auch noch so ein Konverter. Den würde ich schon ganz gerne noch wegmachen. Ja, da war wieder Navigation at its best. Einmal ums Karree. Was meinst du? Wie deinetwegen sind gute Leute gestorben. Nur weiter so, wenn du das Vertrauen in dich schmälern willst. Angrims Test hast du das ist nicht hinnehmbar. Die Sache mit Hakon, vergessen. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem... Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Oje, der mag uns nicht sonderlich. Ich möchte, das werde ich nicht schaffen. So, wir werden nach Sandy Pines fahren und von da aus in die Wüste starten und dann gucken wir mal, da war doch irgendwo, da hinten ist ja schon der Konverter. Den werden wir spontan noch mitnehmen. Bam bam ba, da dam dam tai. Bin halt am überlegen, ob wir uns nochmal mit den Ruinen auseinandersetzen. Mittlerweile. Sand im Stiefel. Und bloß eine Feststellung. Ein Pfeil. Und noch ein Pfeil. Ein Pfeil nehme ich mit. So, für den Notfall, dass wir mit Pfeil und Bogen schießen müssen. Ich hoffe, es. Oh, was ist denn das eigentlich für ein Haus hier hinten? Oh, guck mal. Sehr gut. Das hat er fein gemacht. Okay. Okay, oben gibt es schon mal nichts. Dann schauen wir mal hier rein. Hier gibt es einen Heiltrank, siehst du? Und eine Verbandstasche. Naja, gut.
Sei es so, wie es sei. Naja, wir könnten jetzt natürlich nochmal gucken, ob wir für das große Boom hier noch was auf die Reihe stellen. Du solltest treffen, Kollege. Man kann die Minen wegschießen. Das ist tatsächlich nicht so schlecht. Dann laufe ich nicht Gefahr, drüber zu latschen. Ich kenne mich doch. So, okay, jetzt alles klar, ich kann nicht durch einen Zaun durchschießen. Okay, und man sollte weiter wegstehen, wenn man Minen auslöst. So, jetzt gucken wir uns trotzdem mal hier den Krempel an. Da sind sie wieder, diese Arschviecher. Sehr gut. Chitinpanzer. Aha, 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 aha. So, was gibt's denn, wenn wir jetzt hier hochgehen? Diese Ruine erkunde ich jetzt mal. Wenn ich hier schon so Ruinen habe, das ist echt der Hammer. Man hat hier echt jede Menge zu tun. Das ist echt durchgeknallt. Das finde ich schon ziemlich. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Ich auch, mein Freund, ich auch. Aber die alte Welt ist nur ein Mythos und eine Legende, von der die alten Schriften erzählen. Was auch immer. So, dann schauen wir mal. Also irgendwelches Viehzeug drückt sich hier definitiv noch rum. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Das mag sein, aber wahrscheinlich ist unser Aufenthalt hier auch unheimlich lukrativ. Okay, was haben wir denn hier? Ein Tresor. Hacken wir doch mal. Ah, 4, 8, 2, 1, Enter. Die 4 ist dabei, ansonsten nix. 4, 7, 5, 3, Enter. 6, 7, 4, 0. Okay, die 6 haut hin. 6, dann kommt eine 9, dann eine 7 und dann eine 4. Geht doch. Siehste. Oh, jede Menge alte Münzen. Das ist gut, da können wir wieder Heiltränke kaufen. Und Schnaps. Oh, starker Schnaps. Den brauchen wir wieder für irgendwas. Starker Schnaps. Diese Minen überall. Aber ich jag die jetzt in die Luft, das geht mir auf den Sack. Ich renne sonst eh rein. Ja, hier ist wahrscheinlich alles voll mit starkem Schnaps. Den brauchen wir, der ist für irgendeine Quest. Ich weiß noch nicht für welche, aber wir können den ja mal einpacken, ne? Manchmal ist es ja doof und so gibt sich noch die Möglichkeit, dass wir diese Quest auch abschließen können. Das ist echt krass an diesem Spiel. Man läuft ja einfach so durch die Gegend und denkt nichts Blödes und dann findet man starken Schnaps
und irgendwelche Ratten und irgendwelche anderen Viecher. Und eigentlich kann man hier stundenlang einmal nur rumlatschen. Das ist echt krass. Die Quest hat uns ja tatsächlich jetzt auch so ein Stück weit im Stich gelassen. Ah, 6974. Das habe ich so rausgefunden. Aber na gut. Schön, dass ihr es hingeschrieben habt. Ist ja nett von euch. Fackel und dann hier eine Truhe. Das war wohl nichts. Okay, hier. So. Das haut mir nicht hin. So, jetzt ist die Frage. Ah, da schon her. Guck mal. Nicht so einfach. Hier mal mit einem zu einfach. Das ist ganz schön arrogant. Was gab? Elixit. Elixit ist der Schlüssel zum Glück. Ich würde ja schon ganz gerne mir dann irgendwann nochmal eine Rüstung zulegen. Aber die sind zurzeit so teuer, dass ich mir das echt nicht leisten kann. Und vor allem auch will. Das muss ich echt festhalten. Denen dort irgendwie 20.000, nee, 10.000 soll die kosten, reinzujagen. Ohne Hose. Ein Tagebuch von einem Herrn Tucker. Tucker, mein Freund. Ich bin heute mit meinen besten Kumpeln losgezogen, um die Geschichten endlich zu überprüfen. Mein Vater wird mich schlagen und einen Idioten nennen, aber er wurde längst von den Würmern gefressen. Okrus war das in Wahr und sein Weg durch die Minen hat funktioniert. Diesen Schatz hat sonst noch keiner angerührt. Haben meine Jungs dann beauftragt, das Minenfeld zu erweitern. Diesen Schatz wird uns niemand mehr streitig machen. Hier ist noch so viel Schnaps gelagert, damit kommen wir ein Leben lang aus. Naja, die haben den Schnaps an Chloe verkauft. Alles klar. Ja, Beschwerdeschreiben. Ein Beschwerdeschreiben. Hier. Die Lieferung sollte bereits vor einer Woche fertig sein. Bis jetzt haben sie uns nur ausweichende Antworten gegeben. Wenn sie nicht in den nächsten 3 Tagen antworten, werden wir Geld zurückverlangen. Naja, hier geht's um dieses Schnapsding. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier jetzt um diese Schnapsaktion geht und wir müssen den einfach nur einsammeln. Ich finde dieses Schwert auch ganz nett, muss ich festhalten. Kommt gut. Kann man machen. Altes Flugblatt Nummer 1. Das Schlimme ist, das fand ich bei Fallout auch schon so geil. Dieses einfach durch die Gegend ziehen und Sachen erforschen. Das finde ich ziemlich fetzig. Das muss ich festhalten. Na, die lebten hier nicht, mein Freund. Die haben hier nicht gelebt. Und zivilisiert ist immer die Frage. Achtung! Noch ein Ripper. Naja, bleibt uns nur übrig, ihn in Klump zu schießen. Ich überlege gerade, wenn ich mir jetzt hier so eine Radio Durans reinhaue. Die packe ich mal hier hin. Und dann schauen wir uns mal hier um. Hier. Hier gibt es überhaupt nichts Spannendes. Einfach nur verseuchte Scheiße hier, naja. Okay. Das war ja sinnlos. So, es ist eh bald. Ich bin eh bald durch. Ich kann
eh bald keine kleinen ich werde jetzt noch den Schild bedrohlicher Ort. Oh Gott, eine Ratte gibt nur noch ein EP. Okay. Wir haben wenigstens jede Menge Trophäen dabei, das finde ich ganz nett. So, mein Rattchen. So, dann schauen wir mal. Ein Foto. Ah ja, 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 diese Entwickler. Kein Schnaps mehr. Kann es ja gar nicht glauben. Diese ganzen Kisten kann ich nicht aufmachen. Das ist doch scheiße. Das ist echt doof hier. Super, kann man sich alles mal angucken, aber man denkt schon, man hat den großen fetten Jackpot gezogen, weil hier die Kisten rumstehen. Aber nix ist es. So. Tja, wo ist jetzt der Schnaps geblieben? Und ich brauche ja auch noch irgend so ein seltsames Teil, Feuerteufel. Weil wir müssten ja für eine Quest das Schadensbericht. Was steht denn drin im Schadensbericht? Melde gehorsamst alle tot. Schadensbericht. Prüfung der Gebäude abgeschlossen. Alles in Ordnung. Prüfung der Tanks. Leck gefunden. Überwachungssystem hat keinen Zwischenlager. Anforderung. Technik zur Schließung des Lecks. Anforderung. Informationstechnische Überwachung. Eine Füllung komplett wertlos. Okay. Was auch immer mir die Leute damit sagen wollten. Plasmazellen. Sehr gut. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Ich brauche doch noch hier irgendein Notfallprotokoll. Was ist denn das Notfallprotokoll schon wieder? Oh Leute, ich will gar nicht so viel lesen. Okay, Anlage komplett runtergefahren. Kommt noch jemand da? Großteil der Mitarbeiter ist geflohen. Bis die Gebäude eingenommen haben. Okay, also irgendjemand hat das hier überfallen. Opas Schnapsfabrik. Okay. Wir sollten unsere Lehren aus diesen Ruinen ziehen. So, jetzt haben wir eine konzentrische Kreuzankerspule. So, für was brauche ich denn eigentlich diesen Schnaps? Kriege ich diese Quest jetzt eigentlich angezeigt? Nee. Natürlich nicht. Aber diese konzentrische Kreuzankerspule war ja das, warum man mich ursprünglicherweise mal hierher geschickt hat. Es ist doch kacke hier. Hier muss doch noch mehr Schnaps rumliegen. Kann mir da keiner erzählen. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann würde ich gerne den ganzen Schnaps mitnehmen. Ah, hier ist ja noch ein Gebäude. Oh. Nee. Mal wieder hier oben. Puh, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich. Ja.
So, meine Freunde, ihr merkt schon, ich habe mich hier früher mal angestellt wie der erste Mensch. Aber die Zeiten sind vorbei. Und da ist ein neuer Sheriff in der Stadt. Aber ich kann die Mine nicht treffen. So. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Ich will dahin. Ich brauche nämlich noch starke Schnaps. Du wirst mich noch kennenlernen. Na. Wen soll ich denn jetzt schon wieder kennenlernen? Ich habe ja gerade gespeichert. Das ist es mir nicht wert. So, jetzt gucken wir nochmal. So, wir haben die Ratte ist schon tot. Dich knöpfe ich mir vor. Na, das läuft ja hier. Na, komm, trink mal noch einen. So, Banditen. Banditen. Wir töten die Banditen. Und wie es an dieser Stelle weitergeht, erzähle ich euch beim nächsten Mal. Weil mir reicht die Zeit schon wieder zu. Ich kriege nämlich so lange Sachen nicht durch. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat gefallen. Und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.